So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir machen weiter, wo wir aufgehört haben, hier zuletzt stehen geblieben in Aquila. Und waren jetzt soweit fertig mit dem Umland von Mequidonum, soweit ich weiß. Und hatten jetzt hier angefangen, in Erykin zu looten. Hatten hier die Aquila-Kanäle fertig und ja, jetzt arbeiten wir uns weiter hoch. Gehen wir hier zum Haus der kleinen Mutter, dann hier zum Artefakt und dann würde ich sagen, gehen wir zu Eprokas und dann zu Maribon und so weiter. Ja, ansonsten hoffe ich, geht's euch gut. Und ja, ich habe zur Abwechslung, habe ich gestern mal eine Valorant-Montage für euch vorbereitet. Hoffe, die hat euch gefallen. Mal ein bisschen Abwechslung von Valhalla. Und ja, mehr gibt es auch eigentlich zurzeit nicht viel zu sagen. Weiterhin hier auf 100% Run. Mittlerweile 160 Ingame-Stunden. Echt krass. Wir verteilen mal ganz kurz hier die Fertigkeitspunkte. So. Verfluchtes Objekt ist hier. Jetzt nicht mehr. Gut. Das Land kann wieder Easy. aufatmen. Easy peasy. Dann gehen wir direkt weiter. Da drüben ist unser nächster Halt. Da ist eine kleine Truhe. Ebrokas, da wären wir. Ja. Heult hier rum, ein bisschen. Wir haben ja schon im Let's Play mitbekommen, dass es echt schwierig ist, diese Wandgemälde herzustellen. Nichts für ungut, just because I can. So. Jetzt ist er auf jeden Fall ganz glücklich mit mir. Ein bisschen Leder mitnehmen. So, was ist hier schief gelaufen? Aus der kleinen Mutter. Okay. Alter, das ist ja ein richtiger Schrein hier. Sieht auf jeden Fall krass aus. Schade, dass die das nicht mit in die Story eingebunden haben. Ist ein krasses Haus auf jeden Fall. Ja. Wir machen weiter. Eine Truhe fehlt uns noch in Eprokas. Dann gehen wir zu Maribon. Und dann hier zu Lisoio. Da sind auch einige Truhen noch bei der Festung. So, da drüben bei der Kirche ist die Truhe wahrscheinlich. Da ist meistens immer Lootzeug. Du.
tatsächlich. So wie ich es vorher geahnt habe, ist es hier in der Kirche. Hier ist auch etwas Blaues, wahrscheinlich etwas zum Lesen. Ja, das hatten wir aber schon gelesen, glaube ich. Muss mal ganz kurz nebenbei eine Nachricht schreiben. So. Ich darf hier nicht erwischt werden. Maribon. Hier waren wir ja schon mal. Hat das ihn getroffen? Ich glaube schon, ne? Jetzt aber. Jetzt hat das ihn getroffen. Das Problem ist, die Ratten spawnen jetzt oben und er ist runtergesprungen. So. Moment! Ich töte dich! Harten Fuß an! So tötest du mich nicht. Oh, Opal gefunden, wichtig. Ich einfach gekonnt ausgewichen bin. Du wirst sühnen. So. Ich erledige dich. Haben wir jetzt alle? Habe ich jetzt eigentlich den Schlüssel bekommen? Nein, war? Oder habe ich den Schlüssel jetzt? Müssen wir mal gucken. Also den Typen haben wir ja besiegt, den Wächter. Ja, wir haben den Schlüssel. Tungstenbarren, ole. Gut, Maribon hatten wir auch erledigt. Dann gehen wir zu Lisoyo hier den Aussichtsturm holen. Komm, Lux, schneller. Schneller, mein Freund, schneller. So, hier soll eine Truhe sein, genau die. Und jetzt müssen wir hier rein. In die kleine Stadtsiedlung hier. Ich würde mal sagen, wir holen erstmal den Aussichtsturm. Der Rest wird uns dann sowieso angezeigt. Oh, hier ist eine neue Ausrüstung. Sehr gut, sehr gut.
ziemlich hoch, dieser Turm hier, dieser Kirchturm. Könnte sogar der höchste Punkt sein, oder? Also jetzt von den Gebäuden her, meine ich. Da drüben ist noch eine Kirche, die ist auch so ziemlich hoch, aber nicht so hoch wie die hier, glaube ich. Keine Ahnung. Ich springe jetzt runter. So, dann holen wir erst die Schlüssel. Zwei habe ich gesehen, auf jeden Fall beim Markieren. So, hier unten sind auch Truhen, die wir noch nicht geholt haben. Finde den Schlüssel. Ich hätte den zweiten Schlüssel auch mitnehmen sollen. Jetzt müssen wir wieder hoch und den zweiten Schlüssel suchen. Aber als ich eben die Gegend markiert habe, wurde der mir nicht angezeigt. Deswegen wurde ich wieder zu ungeduldig. Müssen wir mal kurz gucken hier. Ich muss sehen, was du siehst. Irgendwo hier war der doch. Da oben. Da oben ist er. Bei der Truhe wahrscheinlich. So. Okay. Jetzt können wir runter. Alter. Kopf abgehakt. Paladin Kapuze. Aber ich glaube, spätestens jetzt müssen wir, glaube ich, das Set echt komplett haben, oder? Oder? Ja, guck mal. Wenn alle ein Ausrufezeichen haben, bedeutet das eigentlich in der Regel, wenn ihr das öfter nachschaut, hier im Inventar, was ihr Neues bekommt, und die Ausrufezeichen wegmacht und alle leuchten auf einmal, dann bedeutet das meistens, dass man ein Set komplett hat, weil dann leuchten die nochmal auf. Falls ihr es nicht wusstet, wisst ihr es jetzt. Das sind so Dinge, über die man nie redet, die man weiß, aber nie so ausspricht. So. Dann holen wir die letzten drei Truhen hier auch noch in Lisoyo. Und dann sind wir hier soweit auch durch. Und können dann weiter reiten. Einmal den. Dann hier unter dem. In dem Brunnen drin. Hier ist doch auch bestimmt irgendwo Titan, oder? Kein Titan? Schade. Meistens liegt hier unten auch Titan mit rum. Oder Erze. So, eine Truhe noch. Dann haben wir es geschafft.
So. Lissoyo hätten wir auch komplett. Da hinten ist eine Truhe. Dann könnten wir hier die Rätsel machen und dann hier so nach rechts. Dann hätten wir Elrikin fast fertig. Also spätestens in der nächsten Folge müssen wir Elrikin dann durchhaben. Und dann haben wir nur noch Paris und Armee Neuss. Und dann sind wir wieder durch, Leute. Bis zum nächsten Assassin's Creed. Jetzt in Watch Dogs Legion ist ja ein Update rausgekommen, eine Assassin's Creed Edition. Das müssen wir uns auf jeden Fall auch mal reinziehen. Ich wollte sowieso irgendwann mal wieder Watch Dogs Legion reinschauen, weil wir da auch noch nicht komplett durch sind. Da muss auf jeden Fall noch ein bisschen gelootet werden. Und ich habe euch schon mein Versprechen gegeben, dass ich alles, was ich anfange, auf 100% durchspiele. Das bedeutet auch alles auf der Karte loote. Abgesehen, es gibt zwei Projekte, die ich nicht beenden werde, die ich auf meinem Kanal angefangen habe. Das ist einmal Assassin's Creed Brotherhood, also Assassin's Creed 2 und Cyberpunk. Weil Cyberpunk ist mir irgendwie die Lust rausgegangen, weil es einfach kaputt gehatet worden ist. Echt schade eigentlich. Das Spiel hatte so viel Potenzial, nur die haben den Entwicklern Zeitdruck gemacht und dadurch entstanden so viele Fehler, die im Nachhinein nicht wieder gut gemacht werden konnten, weil einfach die Community weg war. Jeder hat sein Spiel zurückgegeben und sein Geld zurückverlangt. Zu Recht. Ich meine, man kann kein Spiel verkaufen, das nicht fertig ist. Die dachten, es sei fertig, aber es war es nicht. Hat man ja gesehen. Und ja, deswegen sehe ich das nicht ein, das ausführlich zu spielen, wenn das keiner sehen möchte. Was ich gerne mal spielen würde, wäre jetzt das nächste Far Cry. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich mir das holen werde. Müssen wir mal schauen. Vorher habe ich jetzt noch ein anderes neues Projekt, was ich nach Beyond Two Souls machen möchte. Also noch sehr viel zu tun, Leute. Abgesehen jetzt von Assassin's Creed und Valorant. Valorant kommt ja sowieso immer. Das ist eine permanente Quelle, worauf ich immer zugreifen kann, weil es echt viel Spaß macht, auch wenn es manchmal echt nervenaufreibend ist. Ich habe allein heute 4 Ranked Games verloren, wo ich mir dachte, so Alter, das ist niemals Gold Elo. Ich komme einfach nicht aus Gold raus manchmal, das regt mich auf. Aber was willst du machen? So, genug geredet. Hier ist eine Altarsopfergabe. Mal gucken, was wird hier gebraucht. Seeforelle haben wir doch bestimmt, oder? Haben wir nicht? Robbenflosse. Hier sind doch keine Robben. Muss ich für die Robben nach Nordwege, oder was? Oder gibt es hier Robben? Also Seeforelle finde ich hier, aber Robben? Oder ist das eine andere Fischart? Also normalerweise ist es immer in der Nähe. Das, was man sucht. Ich frage mich echt, was die mit Robben meinen.
ob es hier Robben gibt in der Nähe. Ich glaube ja nicht, ne? Was siehst du, sonst müssen wir mal da hinten gucken, vielleicht da in dem tiefen Gewässer. Das könnte sein, dass es dort Robben gibt. Wir holen uns jetzt erstmal die Seeforellen hier. Ich habe leider keine Pfeile mehr, sonst würde ich hier Wie machen wir das? So, das war auf jeden Fall ein großes. Haben wir jetzt genug große? Muss ich mal kurz im Inventar schauen. Weil wenn wir genug Seeforellen haben, können wir mal im tiefen Gewässer schauen, ob wir Robben finden. Seeforelle groß habe ich genug. Nur mir fehlen nur die Robben eigentlich. Müssen wir mal schauen jetzt. Ich hoffe, hier sind welche. Machen die hier? Ach, da sind sie. Guck mal. Eins. Tatsächlich gibt's hier also doch welche. Aber von denen kriege ich keinen Dings. Von denen kriege ich nur Leder. Müssten die nicht eigentlich was droppen? Müssten die nicht eigentlich was droppen? Das war Bullshit, was ich jetzt gemacht habe. Alle zurücksetzen. Also erst den großen. Dann den. Dann den. Dann den. Easy going. Das ging jetzt wirklich schnell. Normalerweise brauche ich für diese scheiß Steinstapeln Jahre. Gut. Aber... das sind doch Robben, oder? Meinen die nicht die hier? Ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Robben hier gemeint sind, aber... könnte auch sein, dass ich mich irre. Weil
Weil die droppen nur Leder, ne? Die droppen nur Leder. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir auch schon genug. Ich gehe mal ganz kurz zurück. Oder ist es wirklich eine andere Fischart? Ich muss mal hier mir die Fische angucken. Kabel, ja. Ne, das ist es auf jeden Fall. Das ist es auf jeden Fall nicht. Ja. Das ist es auf jeden Fall nicht. Also ich denke mal schon, dass dass sie hier gemeint sind, aber die droppen nichts. Doch jetzt Robbenflosse. Jetzt hat er eins gedroppt. Aber wie viele haben wir gebraucht davon? Das ist jetzt die Frage. Habe ich wieder vergessen. Einfach Goldfisch Gehirn oder Gedächtnis, whatever. Wir gucken mal, wir gehen mal zurück und gucken mal, ob wir genug haben. Ja, haben wir bestimmt. 3 Stück haben wir safe. Gut. Hätten wir das auch erledigt. Tudum. Opferaltar abgeschlossen. Marestus Varneri. Ein Fertigkeitspunkt. Den können wir direkt verteilen. Und wir sind sogar maxed out jetzt. 466. Mehr geht nicht. Ich habe wirklich alle anderen Punkte jetzt eingenommen. In jeder gedenklichen Richtung. Jetzt müssen wir wieder in der Mitte hochskillen. Gut. Gucken wir mal. Also hier sind keine Truhen mehr. Ein bisschen machen wir noch. Ich glaube, die beiden werden wir noch machen. Und Pont des Arches machen wir dann in der nächsten Folge. Ich glaube, das reicht dann auch für heute. Schöne Hintergrundmusik auf jeden Fall. Sehr spannend. So. Muss nebenbei mal meine Nachrichten abchecken. Hier ist irgendeine Nebenquest. Doch nicht. Meine Augen täuschen mich. Die Reiterin. Na, was geht denn bei der ab? Die Reiterin, Bossfight. Auch mal interessant zu sehen. Eine Reiterin als Boss ist, glaube ich, das erste Mal. Ich dachte, ihr Heiden fuchtelt mit euren Waffen herum wie Angriff! Ich habe dich unterschätzt. Ich dachte, ihr Heiden fuchtelt mit euren Waffen herum wie Kinder. Ich fang dich. Na komm, nicht weglaufen. Huh?
Familie zu beschmutzen, dass du nur noch meine Lebensflamme ersticken willst. Ne, reicht mir nicht. Du hast mich angegriffen, also selbst schuld, würde ich sagen. Oder? Wie seht ihr das? Brenne, mein Kind, brenne. Angriff! Für Mutter, Vater, Herbert und Amis. Für die schöne, liebliche Lilbon. Die hält echt viel aus, wa? Aber auch nur, weil ich keine Pfeile mehr hab. Das war jetzt echt nur mit Fähigkeitspfeilen. Wir haben die Leute hier gefolgt. Hätte sie mich vielleicht besiegt. Fränkischer Adeliger besiegt. Die Geschwister Lilbon. Sie kämpften für die Ehre. Nun sind sie nicht mehr. Ja, war ein ehrenvoller Kampf auf jeden Fall. Sie hat einiges ausgehalten. Respekt, Respekt. Aber erwartet man auch nicht anders bei einer Stärke von 519 oder was das auch war. So. Gut. Ich würde mal sagen, wir schwimmen hier einmal rüber. Das ist eine gute Stelle zum Anlegen. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein.